Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, ich wende mich heute das zweite Mal in dieser Form an Sie, um einen Dank auszusprechen. Ich möchte mich vor allem bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, die in dieser Zeit neben dem Einkaufsservice auch viele andere Dinge für die Bürgerinnen und Bürgerinnen erledigt haben. Sie waren immer stets Ansprechpartner, immer bereit, auch außerhalb der Dienstzeiten anwesend zu sein. Ich möchte mich auch bei meinen Stadtratsmitgliedern bedanken für die Zusammenarbeit. Das politische Leben in dieser Zeit war stark eingeschränkt. Wir haben jedoch Wege gefunden, Entscheidungen herbeizuführen und unsere Stadt auch in dieser Zeit weiter voranzubringen. Wir müssen auch in die Zukunft blicken. Nun, wir haben Sommerferien. Viele unserer Bürgerinnen und Bürger sind im Ausland in Urlaub oder auch in der Bundesrepublik und kommen in den nächsten Tagen zurück. Wir müssen abwarten, ob die Pandemie wieder ausbricht oder ob es eingedämmt bleibt und wir weiter immer mehr Lockerungen durchführen können. Ich hoffe das sehr für uns alle. Die Zukunft zeigt, dass wir jetzt vor den großen Volksfesten stehen. Kerb, Weinfest, Höfefeste und was es alles gibt in Gealgesheim. Der Gealgesheimer feiert gerne und es fällt daher sehr bitter dieses Jahr aus, dass die Bundesregierung bis 31.12. alle größeren Veranstaltungen verboten hat. Aber es wäre nicht Gealgesheim, wenn es nicht auch hier Ideen gäbe, um die Bürgerinnen und Bürger zum Feiern einzuladen. Der diesjährige Jahrgang hat sich einige Gedanken gemacht und wird die Ihnen jetzt präsentieren. Vielen Dank. Hallo, wir sind Alexander Kitzinger und Franziska Hassemer vom Jahrgang 0102. Wir wollten darüber informieren, dass wir uns mit dem jetzigen Kerbe-Jahrgang 0001 zusammengesetzt haben und eine Lösung für die diesjährige ausfallende Kerb gefunden haben. Wir wollen nächstes Jahr eine gemeinsame Kerb machen, bei der wir unsere Jahrgänge zusammenlegen, sodass wir alle gemeinsam feiern können. Hallo, wir sind Tamara Schmidt und Nathalie Grün vom Jahrgang 2000-2001. Da die Kerb dieses Jahr ja nicht wie in gewohnter Form stattfinden kann, haben wir uns wieder eine Alternative überlegt. Und zwar machen wir wieder einen Livestream für eure Gartenparty. Genau, dafür haben wir euch ein Getränkepaket zusammengestellt. Dieses Paket ist auch gleichzeitig ein Los für die Tombola, die wir veranstalten, mit Gutscheinen aus Gealgesheim, um die lokalen Geschäfte zu unterstützen. Die Pakete können wieder geliefert oder abgeholt werden. Und weitere Infos findet ihr dann auf unserer Social-Media-Seite. Und sichert euch das Datum, das ist der 15.8. Meine Damen und Herren, Sie sehen, die Gealgesheimer sind kreativ. Ich bitte Sie, den Jahrgang zu unterstützen bei Ihrem Livestream, eifrig mitzumachen und hier auch Lose zu kaufen, um eben unsere Kerb, wenn auch in einer anderen Form, in diesem Jahr zu feiern. Ich bedanke mich bei dem nachfolgenden Jahrgang, dass Sie praktisch den diesjährigen Jahrgang adoptiert haben und nächstes Jahr zusammen Kerb feiern werden. Davon gehe ich aus. Die Zeiten ändern sich und wir werden auch in Zukunft mehr über dieses Medium versuchen, mit Ihnen zu kommunizieren. So werden wir jetzt demnächst einen Film herausbringen, um Bebauungspläne vorzustellen, da wir ja Probleme haben mit Anliegerversammlungen, weil zu viele Menschen zusammenkommen und uns das alles ein wenig zu gefährlich ist. Ich bitte Sie, halten Sie sich in den Startnachrichten auf den Laufenden, um zu sehen, welche aktuellen Filme wir momentan hochladen. Vielen Dank. Bleibt gesund!